So, heute kommt noch mal ein technisches Video und zwar als Ergänzung zu einem Video, was ich vor ein paar Wochen eingestellt habe. Und wen es interessiert, Bauerstation, der sollte dranbleiben. Was anderes kommt hier nicht in dem Video. Wir haben vor ein paar Wochen ein Video online gestellt und da ging es um eine Bauerstation, die wir mit Solar gespeist haben. Und diese Bauerstation war nicht besonders stark. Deswegen haben wir uns nochmal eine zugelegt und zwar ist es die River Pro von EcoFlow. Und diese Bauerstation hat sogar noch einige andere Vorteile. Geladen kann die genauso werden über Solar, über das 12-Volt-Netz oder dann hier mit einem Wechselrichter oder über das ganz normale Stromnetz. Die Bauerstation hat auch genauso einen USB-C-Anschluss, drei normale USB-Anschlüsse, eine 12-Volt-Steckdose und da hinten haben wir noch zwei 220-Volt-Steckdosen. Aber hat wesentlich mehr Power, dass man da dran stecken kann. Ein weiterer Vorteil ist, die Bauerstation lässt sich auch über eine App betreiben. Wenn man da mal zeigt, das ist die App und da mache ich die Bauerstation auf. Und da sieht man, die hält jetzt noch 99 Stunden, solange kein Verbraucher angeschlossen ist, aber sie hat nur noch 19% Kapazität. Und da möchte ich jetzt erst einmal zwei Besonderheiten darstellen. Das kann man alles mit dem Handy machen. Und zwar, da seht ihr das Licht. Man kann also hier mit dem Handy das Licht einschalten. Man kann das Licht etwas heller machen und man kann sogar das Ganze als SOS-Lampe verwenden, sodass es sogar als Ersatz fürs Fahrzeug diese Notlampe dient. Und man sieht jetzt auch da 2 Watt verbraucht sie da Strom. Und damit lässt sie jetzt noch 2 Tage und 16 Stunden laufen. Das schalten wir aber jetzt aus und laden die Bauerstation erstmal mit Energie auf, denn im Moment hat sie nur 19%, das sieht man da. Und jetzt schauen wir erstmal, was da an Power reinfließt, wenn wir es an unserem Fahrzeug anschließen. So, also bei dem Wetter, es ist zwar bewölkt, aber es kommt immer wieder die Sonne durch. Da bietet sich das natürlich an, ein Solarpanel zu verwenden. Aber das haben wir ja schon beim letzten Video gesagt, wir brauchen das nicht, weil wir über 500 Watt Solar auf dem Dach haben. Und unsere 180 Ah Lithium-Batterie ist voll. Somit können wir diese Bauerstation über unseren Wechselrichter laden. Und das machen wir jetzt gleich mal. Also hier haben wir den Anschluss für das Kabel. Wechselrichter ist eingeschaltet und dann die Steckdose. So, und da ist der Anschluss. Da steckt man das Ganze rein. So, und jetzt sieht man gleich das Ergebnis. Müsste man zumindest, jawohl. Der baut jetzt hier die Ladung auf. Schauen wir mal, ob wir das ins Bild reinkriegen. Und lädt jetzt im Moment mit 300 Watt und es steigt 400, 600 Watt hat er knappe, 500 bis 600 Watt lädt jetzt die Bauerstation auf. Das heißt, diese Leistung von 0,7 Kilowattstunden, die hat er zu 80% innerhalb einer Stunde aufgebaut mit dieser Ladeleistung. Wenn man ein niedrigeres Solarpanel, also 200 Watt Solar dran hat, dann lädt er natürlich langsamer, das ist klar. Aber unsere Batterie ist voll und der Wechselrichter ist für 600 Watt gut ausgerichtet. So können wir das jetzt erst einmal aufladen lassen. Und wenn es ein bisschen Energie drin ist, dann schauen wir, was mit unseren Rädern macht. Die haben es auch bitte nötig, dass sie Strom bekommen. So, also man sieht schon,
das Display kann man wegen Flimmern der Kamera nicht so genau filmen. Deswegen mache ich da mal Screenshots. Auf jeden Fall hat die Kamera, nicht die Kamera, sondern die Powerstation jetzt schon weit über 50% aufgeladen. Und ich mache dann noch mal einen Screenshot davon. Und dann stecken wir da mal die Fahrräder ein. So, man sieht jetzt, dass die Powerstation hier 226 Watt abgibt und 860 Watt einnimmt. Stecken wir sie mal raus. Dann ist der Ausgang bei 201, 230 Watt. Also diese Räder ziehen nicht mehr als 230 Watt, beide Räder. So dass das nur 230 Watt gezogen hat bei den Fahrrädern. Das liegt wohl daran, dass der Wechselrichter angewiesen ist und die Powerstation. Und somit haben die Fahrräder die Powerstation nur mit 230 Watt belastet. Normalerweise ziehen sie mehr, wenn sie rein am Wechselrichter hängen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, das spielt auch keine Rolle. Das waren eh andere Fahrradakkus, die ich beim letzten Video angehängt habe. Wir wollen gleiche Verhältnisse herstellen und mit dem Föhn, den habe ich angehängt gehabt. Jetzt muss ich dazu sagen, dass diese Powerstation normalerweise 600 Watt zulässt, aber die kann man mit dem X-Boost auf bis zu 1200 Watt einstellen. Also da kann man es verdoppeln. Und den tun wir jetzt mal einschalten, den X-Boost. Und dann schauen wir nochmal, wie das mit dem Haarföhn funktioniert. Müssen wir schon seitlich wieder einschalten. So, da sehen wir jetzt 455 Watt. Den Föhn tun wir mal ein wenig runterhalten. Wenn ich den jetzt hochschalte, geht er hoch auf 600 Watt. Und da haben wir immer noch Spielraum. Ja, dann nehme ich meine nagelneue Drohne. Die kann ich da auch noch mit anhängen. Die hänge ich an USB-C dran. Und dann kann ich mir das Tablett noch nehmen. Das hänge ich mir da auch noch dran. Die Fernbedienung. So. Und weil ich immer noch genügend Power habe, kann ich dann mein Handy auch noch damit aufladen. Und jetzt schaltet der Lüfter ein. Also jetzt ist er ziemlich belastet. Ihr seht 637 Watt, aber die hält es gut aus. So stelle ich mir Powerstation vor, mit der man was anfangen kann. Also ihr seht, das ist jetzt über 80% aufgeladen, war gerade mal eine Stunde dran gehangen. Und man kann sie mit 600 Watt entladen. Das ist also genau die Stärke, die wir brauchen. Auch das Praktische ist der Henkel mit 7 Kilo Gewicht. Die kann man dann auch mal mit an den Strand oder sonst wohin nehmen, wo man dann eine Drohne oder vielleicht auch ein Fahrrad aufladen will. Ja, muss jeder wissen. Das ist die EcoFlow von die River Pro von der Firma EcoFlow. Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich verschiedene Stärken. Macht euch einfach kundig im Internet und sucht euch da die Powerstation raus, die ihr für eure Zwecke braucht. Also Dieselgenerator braucht es in der heutigen Zeit nicht mehr. Dieselgenerator sind vorbei. Heute gibt es Powerstationen. Und wenn man nicht viel Solar hat auf dem Wohnmobil, dann holt man sich ein starkes Solarpanel dazu. Und wenn man keinen Wechselrichter im Wohnmobil hat, dann kann man diese Station oder im Zelt zum Beispiel, hat man auch keine Wechselrichter, dann kann man mit dieser Powerstation auch diese Wechselrichterfunktion ausgleichen, indem man hier diese 230 Volt Steckdosen in die Benutzung nimmt. Das waren unsere Erkenntnisse zur Powerstation. Wir hoffen, das hat euch einen Einblick gegeben. Und die Links sind alle unten in der Infobox und dann könnt ihr euch umschauen, ob das was ist für euch und welche Stärke ihr benötigt.